Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ich möchte mal ein Thema ansprechen, das wir schon öfters mal angerissen haben, das in den Kommentaren viel aufkam, zu dem ich auch mal meine Meinung äußern möchte. Deswegen wichtig, Meinung. Dürft ihr gerne anderer Meinung sein? Es ist ja mit Meinung bekanntlich so, hat jeder. Ja? Die dürfen auch mal durchaus ein bisschen variieren. Divergieren, hätte ich jetzt sagen wollen. Egal, jedenfalls, das ist ja kein Problem. Wenn da jemand eine andere Meinung ist, dann darf er das gerne in die Kommentare schreiben und kommentieren. So, und das entsprechende Thema lautet Schreckschusswaffen im Wald. Für diejenigen, die von Schreckschusswaffen überhaupt keine Ahnung haben, ich kenne mich da nämlich auch nicht gut mit aus, aber zumindest so viel, dass ich mehr weiß, als überhaupt keine Ahnung zu haben. Für die möchte ich eine kleine Zusammenfassung geben, was diese Teile eigentlich können. Und nochmal kurz einen rechtlichen Hinweis. Insbesondere für diejenigen, die gar nicht unbedingt in Deutschland wohnen, das unter Umständen nicht wissen und vielleicht gerne wissen wollen, wie ist denn die rechtliche Lage da bei uns. Schreckschusswaffen dürfen geführt werden, sofern man dann einen sogenannten kleinen Waffenschein besitzt. Da ist relativ einfach ranzukommen, den kann man auf der Stadtverwaltung zum Beispiel entsprechend beantragen. Der kostet irgendwas zwischen 50 und 100 Euro, keine Ahnung, was der gerade aktuell kostet. Irgendwann war mal von 85 die Rede oder 65, ich weiß es nicht mehr genau. Und den kriegt man, wenn man nicht vorbestraft ist oder zum Beispiel irgendwelche, zum Beispiel dement ist. Ne, wenn jemand mit 85 oder was, keine Ahnung, 95 von mir aus, dahin geht, schwer dement und sagt, er hätte gerne einen kleinen Waffenschein, weil er eine Bank überfallen möchte oder sonst was, dann kriegt er keinen. Ne? Also nur mal so als Beispiel für Gründe, weshalb man dann keinen bekommt. Aber die allermeisten von uns würden wahrscheinlich keine größeren Probleme haben, so ein Ding ausgestellt zu bekommen. So, und wenn man den hat, dann kann man losgehen und kann sich so eine Schreckschusswaffe kaufen. Gut, jetzt hat man eine Schreckschusswaffe. Das Ding sieht erstmal aus, auf den ersten Blick, wie eine echte Handfeuerwaffe. Im Regelfall wird es eine Pistole sein. Da gehen wir jetzt also mal davon aus, dass wir es mit irgendeiner üblichen 9mm Pistole zu tun haben. Meinetwegen einer Beretta. Ne? Oder also den Schreckschusswaffen-Nachbau einer Beretta. So. Und die Dinger haben jetzt eben entsprechend in allem das Aussehen einer echten Waffe, die sind auch aus Metall, die sind auch gut verarbeitet, die liegen auch relativ schwer in der Hand. Wenn man eine Pistole in der Hand hatte, die sind verdammt schwer zum Teil, also das wiegt schon ordentlich, so ein Ding, muss ja auch massiv sein, da gehen schließlich große Explosionen drin ab, vergleichsweise große. Ja, und hat auch ein Magazin, auch mit den üblichen Patronen, 9mm Patronen bei einer 9mm Schreckschusswaffe tatsächlich drin, und das kann man dann da reinladen und dann sieht das wirklich so aus, als hätte es mal mit einer echten Waffe zu tun. Ist nur nicht so, weil die nämlich in irgendeiner Form, weiß ich jetzt gar nicht, wie das genau gelöst ist, eine bauliche Veränderung drin haben, dass man damit keine Projektile abfeuern kann. Man kann eine Patrone zünden, die explodiert dann auch, also die Treibladung da drin, und erzeugt auch eine Druckwelle nach vorne, aber man kann damit nichts aus dem Lauf raustreiben, nichts Festes, keine Partikel in dem Sinne, ne? Oder zumindest harmlose Partikel. Im Grunde konnte man schon irgendwas vorne reinstopfen, dann das Ding abfeuern und hoffen, dass es nicht explodiert, sondern das, was man vorne reingestopft hat, vorne rausfliegt. Aber A, kriegt man da nichts Großes reingestopft, und B, nichts Gefährliches, und C, fliegt aus einem das Ding wahrscheinlich trotzdem um die Ohren und haut einem zum Beispiel den Pistolenschlitten hinten ins Gesicht, und der steckt einem dann in der Stirn, und dann sieht man aus, als hätte man einen Wasserhahn im Gesicht. Ha! So, das könnte dann passieren, wenn man da Unsinn mit anstellt, nur so als abschreckendes Beispiel. Ja, aber nichtsdestotrotz, es erzeugt eine Explosion im Kugellager, ne? Und die Druckwelle davon wird vorne durch den Lauf abgeleitet. Das heißt, wir haben Mündungsfeuer. Das gibt es auch bei jeder echten Waffe, da kommt die Kugel raus und danach kommt das Mündungsfeuer hinterhergeschossen. An diesem Mündungsfeuer kann man sich schwere Verbrennungen zuziehen, und außerdem ist es quasi eine Explosion und hat eine damit einhergehende Druckwelle, und damit kann man sich dann auch Schlimmeres als Verbrennungen zuziehen. Wer also rumspielen möchte mit einer Schreckschusspistole und das jemandem an den Kopf hält und abdrückt, dann kann es durchaus sein, dass das derjenige, der damit quasi erschossen wurde, tatsächlich nicht überlebt, weil er wirklich erschossen wurde. Die Druckwelle reicht aus, um im nächsten Kontakt zum Beispiel zu einem menschlichen Schädel schwere Schäden zu verursachen. Ansonsten
bei allem anderen, was kein Schädel ist, wird sie wahrscheinlich niemanden töten, aber doch schwerste Schäden hinterlassen, einen riesigen blauen Fleck, schwerere Blutergrüsse, innere Blutungen und sonstiges kann das Ding durchaus verursachen. Allerdings nur auf eine Entfernung von einem halben Meter oder irgendwas. Also bei signifikant mehr als einem halben Meter wird es immer noch enormen Lärm erzeugen, keinesfalls angenehm sein und auch nicht lustig, wenn das jemand in der näheren Umgebung dann eben entsprechend auf einen gerichtet abfeuert. Keinesfalls lustig, aber dann sollte eigentlich die Schadwirkung schon wieder vorbei sein. Jetzt gilt das deswegen, weil manche Leute meinen, solche Schreckschusswaffen tatsächlich als effiziente Waffe im Sinne von was richtig gefährlich ist, womit man Feinde bekämpfen kann, einsetzen zu wollen. Und dafür ist es dann wieder nicht gefährlich genug, meiner Meinung nach. Also, Spielzeug auf keinen Fall. Auf keinen Fall Spielzeug. Sollte also nicht in die Hände von Idioten gelangen. Und nicht in die Hände von Kindern, die zwar keine Idioten sein müssen, aber halt nun mal Kinder sind und demzufolge auch vielleicht von sowas ferngehalten werden sollen. Aber es gibt auch genügend Leute, die potenziell genügend Lebensjahre aufweisen, um eigentlich als erwachsen bezeichnet werden zu können, aber trotzdem Idioten sind. Ne? Und in die Hände von denen sollte es auch nicht gelangen. Leider gibt es keinen Idiotentest, ob man einen kleinen Waffenschein bekommt, sondern lediglich, ob man vorbestraft ist und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist ja bei vielen Dingen so. Viele Dinge sollten Idioten nicht bekommen oder tun und man kann leider nicht vorher feststellen, ob sie welche sind oder nicht. Ich fände ja auch so eine unsichtbare Lasermauer vorm Wald gut, die Idioten gar nicht erst reinlässt oder sie in kleine Stückchen schneidet. Leider gibt es sowas nicht. Wäre erstens mal mit dem Grundgesetz wahrscheinlich nicht ganz vereinbar und zweitens tatsächlich auch ethisch-moralisch ein bisschen übertrieben und drittens technisch nicht umsetzbar. Aber der Gedanke ist vorhanden. Gut, was kann so ein Teil jetzt noch, außer lauten Krach machen, wenn man abdrückt und eine potenziell gefährliche Mündungsfeuer verursachen? Man kann da auch noch Leuchtmunition mit verschießen. Das wiederum kann überaus praktisch sein und gibt diesen Waffen dann durchaus eine Daseinsberechtigung, wenn man zum Beispiel mit einem Boot unterwegs ist, auf hoher See. Oder tatsächlich auch, wenn man zum Beispiel als große Expedition in der Antarktis unterwegs ist oder was. So ein Ding wiegt zwar dann auch nochmal immer ordentlich, ne? Weil die wiegen so viel wie eine echte Pistole, fast. Teilweise wiegen sie auch wirklich genauso viel. Und das kann dann durchaus schnell mal ein Kilo sein. Oder fast ein Kilo oder irgendwie sogar noch ein bisschen mehr, je nach Modell. Desert Eagle, haha. wie dem auch sei, jedenfalls. Leuchtkugeln verschießen, auch eine Option, meiner Meinung nach noch die nützlichste von diesen Dingern, weil das als signalgebende Möglichkeit zur Kommunikation echt eine Rolle spielen kann. Für Otto-Normalverbraucher und bei uns im Wald ganz bestimmt nicht. Signalpatronen im Wald, die Baumkrone schießen, macht nämlich exakt überhaupt keinen Sinn. A, sieht keiner. B, kannst den halben Wald abfackeln. C, wozu? Also fällt mir wirklich kein Grund ein, wozu das bitte gut sein sollte bei uns im Wald. Jetzt kann man sagen, theoretisch könnte man ja so eine Leuchtpatrone, so eine Leuchtkugel auf ein Tier schießen, um das Tier zu vertreiben, wenn ein Tier angreift. Ja, das könnte funktionieren, wenn man das Tier allerdings wirklich trifft. Hat man meiner Meinung nach etwa eine 50-50 Chance, dass es entweder so aggressiv wird, weil sterben tut davon kein Tier, das für uns gefährlich werden könnte. Eine Wildsau schon gar nicht, ein Bär hinten und vorne nicht, ein Wolf vielleicht noch am ehesten. Also unter den potenziell für Mensch gefährlichen Tieren ist ein Wolf ein eher fragiles Tier, wenn man es mal mit einem Bär oder einem Wildschwein vergleicht. Ein Luchs zähle ich nicht mit, weil der ist nicht mal potenziell gefährlich. Der könnte zwar theoretisch, aber es gibt keinen Fall, keinen, nicht mal im Ansatz, wo irgendein Luchs auf die Idee kommen würde, es sei denn, man versucht ihm wirklich sein Junges gerade aus den Armen zu ziehen sozusagen. Aber ansonsten ist wirklich kein Fall vorstellbar, wo ein Luchs uns angreifen würde. Auch wenn er rein von der Größe her potenziell gefährlich sein könnte. Also das können wir mal knicken. Bleiben wir also bei in Deutschland vorkommenden potenziellen Gefahren. Oder auch nicht vorkommen, weil Bären haben wir nicht, aber theoretisch gab es die ja mal. Ne? Und diese alle drei haben wahrscheinlich 50% Chance, dass sie uns eher angreifen und zerfleischen, wenn man sie mit einer Leuchtkugel beschießt, als dass sie flüchten.
Deswegen würde ich es auf jeden Fall vermeiden, ein Raubtier mit einer kleinen Verletzung zu provozieren. Entweder verletzt man die mit etwas, was dafür sorgt, dass sie wirklich, wirklich, wirklich das Weite suchen, weil sie völlig im Eimer sind, oder sie halt gleich tot sind. Ja, das sind die einzigen Möglichkeiten, wo man mit einer aggressiven Gegenmaßnahme gegen Raubtiere vorgehen sollte. Beziehungsweise nicht nur gegen Raubtiere, sondern auch gegen Tiere, die halt ansonsten einfach super gefährlich, weil super wehrhaft sind, wie die Wildsau oder ein Nilpferd oder ein Elefant oder sowas in der Richtung. Ne? Davon abgesehen, ja, nicht auf Elefanten und Ähnliches schießen und auch nicht auf Nilpferde oder sonst was, aber nur theoretisch. Geht nur um die Theorie. Das ist also das Thema Leuchtkugeln. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, und das ist jetzt relativ interessant, weil es tatsächlich auch zur Tierabwehr gedacht ist, Tierabwehrmunition zu verwenden, die dann besteht aus entweder CS-Gas, also so einem Reizgas für die Schleimhäute, oder Pfeffer. Also Pfefferspray in Patronenform. Und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben es eben mit einer Beretta zu tun, die hat 15 meistens. Also die klassische Beretta, die ich kenne, hat jedenfalls 15 Kugeln 9 mm. So. Und damit kann man dann eben entsprechend 15 Mal ein winziges Pfefferwölkchen erzeugen. Weil in so einer 9 mm Patrone, da ist nun mal nicht viel drin. 15 winzige Pfefferwölkchen, die man dann nacheinander rausballert. Natürlich erzeugt das auch noch einen Haufen Lärm, klar. Lärm plus ein Pfefferwölkchen. Aber das Resultat ist dann wirklich, dass man da ein Pfefferwölkchen dieses Ausmaßes vielleicht vor seiner Mündung der Waffe schweben hat. Wenn man nach oben geschossen hat, dann hat man es da oben irgendwo fliegen, da bringt es dann sehr viel. Wenn man es nach unten geschossen hat und der Wind kommt gerade einem entgegen, dann kriegt man sowieso selber ins Gesicht. Wenn es von hinten kommt, dann treibt es tatsächlich in Richtung Ziel, aber völlig unkontrolliert. Soll heißen, zur Tierabwehr so ein Pfefferwölkchen produzieren. Man muss wirklich oft abdrücken, damit das eine nennenswerte Größe bekommt. Boah. Kann funktionieren. Nehmen wir mal an, der Wolf kommt auf uns zu. Wir machen peng, 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 peng und erzeugen uns unseren Pfefferschutzwall. Und der Wolf rennt da rein, weil er aus irgendwelchen Gründen nicht vom peng, 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 peng schon geflüchtet ist. Stoppt und dreht sofort wieder um, sobald er in die Pfefferwolke gerät. Ist das wahrscheinlich? Kann sein. Kann schon sein. Im Fall von einem Wolf, der insgesamt generell ein vorsichtiges Tier ist, könnte ich mir das sogar vorstellen. Machen wir das gleiche Szenario mit der Wildsau. Möglicherweise will sie stoppen und umdrehen, aber diese Pfefferwolke befindet sich vielleicht 3 Meter vor uns. So schnell, so einen kurzen Bremsweg hat die Wildsau nicht, beziehungsweise in dem Fall würde sie wahrscheinlich in ihrer Aggressivität, dass sie ja weiß, sie ist gleich da, auch noch weiter rennen und uns dann trotzdem mit den Hauern den halben Oberschenkel aufreißen, sodass wir innerhalb von 30 Sekunden verblutet sind. Hilft also wahrscheinlich nur bedingt. Man müsste das natürlich dann in Kombination, ähnlich wie ein kleines Pfefferspray, das ich ja zur Tierabwehr durchaus empfehle, beziehungsweise wo ich sage, kann man ruhig mitnehmen und kann man versuchen, schadet nichts. Da müsste man natürlich nach Anwendung, wenn die Pfefferwolke im Raum steht, zur Seite wegspringen, damit ein anstürmendes Tier, das natürlich nicht sofort anhält, weil es in die Pfefferwolke gerät, einen halt nicht voll erwischt, wenn es eben entsprechend am Anstürmen ist. Ne? Das würde auch mit so einer Pfefferwolke aus einer Schreckschusspistole funktionieren. Ist so eine Schreckschusspistole also schlechter als ein handelsübliches, stinknormales Pfefferspray? Na, auch nicht wirklich. Kommt allerdings so ein bisschen drauf an. Es gibt ja Pfefferpistolen zum Beispiel. Ein Tierabwehr Pistole in Anführungszeichen, die nicht aussieht wie eine echte Pistole und kaum Krach erzeugt, sondern tatsächlich Pfeffertanks hat, woraus sie eine größere Pfeffermenge zielgerichtet über eine vergleichsweise hohe Distanz verschießen kann. Und sowas wäre dann halt zur Tierabwehr viel effizienter, allein von der Pfefferwirkung her, vom Krach mal abgesehen, als eine Schreckschusspistole. Davon abgesehen sind solche Tierabwehrgeräte auch ohne einen kleinen Waffenschein zu besitzen. Und die darf man auch problemlos eben entsprechend mit sich führen, weil das sind nicht mal Anscheinswaffen, sondern überhaupt keine. Es ist ein Tierabwehrgerät, rechtlich gesehen.
Natürlich hilft sowas potenziell auch gegen Säugetiere, Primaten-Säugetiere, sprich Menschen, logisch, klar. Darf man aber rechtlich gesehen nicht verwenden, weil das ist ja Tierabwehrgerät. In einer Notfallsituation darf man es dann doch, weil man da so ziemlich alles darf, aber dafür ist es eigentlich nicht vorgesehen, es ist Tierabwehrgerät. Das nur zum rechtlichen Hintergrund. Und bevor irgendjemand mich hier verknackt, weil ich sage, man könnte das potenziell auch gegen menschliche Angreifer verwenden. Ja, so, das war also der technische Teil. Ich glaube nicht, dass das so effizient ist. Die Leuchtmunition und der Pfeffer. Der Krach hingegen, den halte ich für hocheffizient, um potenziell ein Tier, das einem im Wald begegnet und eventuell aggressiv sein könnte, zu vertreiben. Hocheffizient. Insbesondere bei Wildschweinen. Wildschweine sind aufgrund ihrer Intelligenz fast alle in einer Situation schon mal gewesen, in der auf irgendein Mitglied ihrer Gruppe geschossen wurde. Das haben die anderen dann mitbekommen und wissen jetzt, wenn es den Knall einer Waffe gibt, der ja tatsächlich bei einer Schreckschusswaffe ganz ähnlich klingt, dann fällt irgendein Kollege tot um und es wäre irgendwie sinnvoll, das Weite zu suchen. Soll heißen, wenn man in irgendeiner Situation gerät, wo Wildschweine den Eindruck machen, sie könnten gleich aggressiv werden und dann eine Schreckschusswaffe dabei hat und diese dann abfeuert, ist die Chance, dass die Wildschweine verschwinden, sehr, 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 sehr hoch. Dass das also funktioniert als Abwehr der Wildschweine. Außerdem gibt es noch den großen Vorteil, dass man eigentlich wenig Risiko eingeht im Sinne von das Tier zusätzlich reizen, wenn man einfach nur eine Platzpatrone abfeuert. Weil außer Lärm produziert das nichts. Und Lärm ist im Tierreich meistens so zu verstehen, wer am lautesten brüllt, ist grundsätzlich auch derjenige, der am stärksten ist. Was man ja aus Revierkämpfen von ziemlich allen Tierarten sehen kann, die in der Lage sind, überhaupt nennenswert Laute von sich zu geben, dass man erstmal versucht, ich brülle lauter als du, nein, ich brülle lauter als du. Und erst wenn beide der Meinung sind, ungefähr gleich laut zu brüllen, muss man sich überhaupt erst kloppen. So, und jetzt ist so eine Schreckschusspistole ziemlich, ziemlich, ziemlich laut und weist relativ eindeutig darauf hin, dass man dass das Gegenüber so laut wahrscheinlich nicht wird brüllen können. Ne? Also da ist schon eine abschreckende Wirkung vorhanden. Außerdem, im Gegensatz zu einen Stock hochheben, diesen machen und brüllen, können die Tiere es wahrscheinlich nicht so direkt als eindeutige Drohung, weil das hier ist eine eindeutige Drohung, wahrnehmen, wenn man heimlich, still und leise aus so einem Holster so eine Pistole zieht und dann diesen hier macht. Peng! Kann ich mir nicht vorstellen, dass das groß als Bedrohung wahrgenommen wird und damit nicht unbedingt Aggressivität eben erzeugt, sondern die denken halt eher, scheiße, es ist ja Mensch und wenn Mensch in Verbindung mit Knall, dann wegrennen. Also wahrscheinlich wäre es wirklich sehr effizient. Aber, jetzt das große, große, große Aber, hat auch zwei Punkte, die ich jetzt gegen Schreckschusswaffen nochmal unbedingt ansprechen möchte. Punkt 1, braucht man nicht. Ich halte es einfach nicht für notwendig, sowas mitzuführen. Das ist aber nur meine Meinung. Wer halt generell so ein kleiner Hypochonder ist, und im Wald wirklich Angst vor wilden Tieren hat, so Leute gibt's, ne? Höre ich ja immer mal wieder in den Kommentaren und so weiter und so fort, und sich einfach sicherer fühlt, wenn er sowas mit sich führt, dann kann man das natürlich tun. Selbstverständlich. Das darf man. Das ist völlig legal, das mit sich zu führen, insbesondere wenn man dann auch noch als Grund angeben kann, dass es zur Tierabwehr, weil mit Pfefferpatronen geladen. Es spricht ja nichts dagegen, trotzdem Pfefferpatronen zu verwenden. Die machen ja genauso Krach wie alles andere auch. Man hat zusätzlich noch die Pfefferwolke. Ne? Jedenfalls, legal ist das absolut, legitim ist das auch absolut. Braucht man das? Meiner Meinung nach überhaupt nicht. Meiner Meinung nach muss man überhaupt nichts zur Tierabwehr mitführen, weil Situationen, in denen man ein Tier abwehren muss, extremst selten sind. Extremst selten. Und wenn man weiß, was man tut und sich nicht wie ein Trottel im Wald verhält, dann kann man die auch komplett vermeiden. Kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals in die Situation kommen werde, in irgendeiner Form irgendein Tier abwehren zu müssen.
Aber ich muss zugeben, dass der psychologische Faktor, eine Waffe, die gegen Tiere wirken würde, dabei zu haben, einem schon helfen kann. Insbesondere, wenn man so ein bisschen Anfängerwaldläufer zum Beispiel ist und dann auch ein bisschen Schwierigkeiten hat, jetzt erstmal in den Wald reinzukommen. Wenn man da jahrelang schon im Wald rumgelatscht ist und nie irgendwas Negatives passiert ist, und das ist auch so der Hauptkommentar, den man unter entsprechenden Äußerungen meinerseits in den entsprechenden Videos lesen kann, dann hält man es einfach nicht für notwendig, in irgendeiner Form bewaffnet durch den Wald zu ziehen, um irgendwelche Tiere, die einen fressen wollen, abzuwehren, weil es die nun mal nicht gibt. Auch zu Zeiten der Wölfe jetzt nicht. Irgendwelche aggressiven Wolfsbegegnungen hat es in Deutschland immer noch nicht gegeben. Langsam finde ich schon etwas signifikant, dass es die immer noch nicht gegeben hat. Die Wölfe sind jetzt schon ein Weilchen da. Potenziell wäre es natürlich immer noch möglich. Und ich muss gestehen, auch ich würde, wenn ich jetzt in einem krassen Wolfsgebiet unterwegs bin und da nachts übernachten möchte oder nachts durch die Landschaft streife, dann würde ich mir einen Speer basteln. Gegen Wildschweine vergesst einen Speer, der hilft da nicht. Gegen einen Wolf wäre das sehr wohl sehr hilfreich. Einfach als psychologischen Schutz, dass man einfach denkt, oh ja gut, ich habe ja eine Waffe dabei. Und wahrscheinlich würde ich dann mit einem stinknormalen Haselspeer, nichts Besonderes, einfach angespitzter Haselstock, schön lang, schon ein bisschen dicker, schön ein bisschen massiver. Aber damit würde ich mich dann auch schon wohl genug fühlen und hätte dann auch keine Probleme mehr. Also sprich, der Faktor, eine Waffe dabei haben, dass das beruhigt, ist klar. Ne? Das geht mir auch so. Und man hat ja eine gewisse Urangst vor wilden Tieren, dass man das noch eingeprägt hat, mehr oder weniger. Man weiß nicht genau, Erinnerungen, Verhaltensweisen, kann man nicht genau beschreiben, wie das in der DNA gespeichert werden kann. Ob das überhaupt kann, wird diskutiert. Aber es gibt da ja noch sowas wie Instinkt. Leichte Reste davon sind noch übrig, selbst bei uns als Stadtmensch haben wir noch so Restinstinkte. Und diese besagen, ein Tier, wildes Tier, großes, böses, wildes Tier, potenziell gefährlich. Und das hat man einfach eingeimpft. Und egal wie sehr man weiß, dass es sau unwahrscheinlich ist, dass einem so ein Tier was tut, möchte man sich vielleicht doch gerne auf eine entsprechende Begegnung vorbereiten. Und dann möchte man vielleicht, weil man dazu in der Lage ist, als Homo sapiens eine Waffe herstellen oder eine Waffe mit sich führen. Kann man dann schon irgendwo verstehen. Halte ich das aber für notwendig? Nein. Insbesondere keine Schreckschusspistole, ein Stock, ein Speer, ein Taschenmesser, alles kein Thema, habe ich ja selber dabei, also mindestens das Taschenmesser. Und damit hat man auch immer als autonomalverbrauchender Waldläufer ein gewisses Maß an Abwehrmöglichkeiten. Man nimmt einen Rucksack, Schild und ein Messer dazu und zum Beispiel zum Wolf abwehren wäre das meiner Meinung nach wirklich einigermaßen effizient. Einen einzelnen Wolf, wenn man da eben entsprechend mit Mut und Schmackes dann entsprechend drauf losgeht, glaube ich echt, dass man da gute Abwehrchancen hätte. Kann mir nicht vorstellen, dass das nichts helfen würde. Also Schreckschusswaffe braucht man nicht. Sage ich jetzt einfach mal, aus meiner Meinung nach braucht man einfach schlicht und ergreifend nicht. Zweiter Faktor, weshalb man die vielleicht nicht unbedingt in den Wald mitnehmen müsste, ist mal ganz was anderes. Man darf nur in Notsituationen oder unter bestimmten Bedingungen mit dem Ding überhaupt nur schießen. Weil klingt ja wie eine echte Waffe. Und da kannst du nicht in der Fußgängerzone mit einer Schreckschusswaffe rumballern, weil dann könnte ja jemand meinen, du schießt dann mit einer echten Waffe und hast nur noch niemanden getroffen. Das gleiche gilt auch im Wald. Man darf auch im Wald nicht einfach so mit einer Schreckschusswaffe rumballern. Vielleicht ist es im Wald sogar der dummere Ort, um mit einer Schreckschusswaffe rumzuballern. Weil nehmen wir jetzt einfach nur mal an. Gehen wir jetzt mal ganz hypothetisch davon aus. Wir haben einen sehr engagierten Jäger, der zum Beispiel schon mal im Laufe seines Lebens negative Erfahrungen mit Wilderei gemacht hat. Und der sitzt irgendwo mit seinem Snipergewehr auf dem Hochsitz. Und hat damit locker eine Reichweite von 100 Metern problemlos. So, und in 100 Metern sehen wir den unter Umständen gar nicht. Der sieht aber uns, weil er auf seinem Hochsitz sitzt. Insbesondere sieht er uns dann, wenn wir mit einer Schreckschusspistole auf ein Reh schießen, weil wir Angst vorm Reh hatten. Was Quatsch ist, aber nur mal theoretisch. So, und jetzt sieht er vielleicht das Reh davon springen und hat den Schuss gehört und sieht uns mit der rauchenden Pistole in der Hand dastehen, wie wir auf sein Reh zielen. Natürlich darf der jetzt nicht auf uns schießen. Darf der nicht. Aber könnte man es ein bisschen ethisch-moralisch nachvollziehen, wenn er es tun würde? Also ich persönlich ja.
lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Davon abgesehen, ein sogenannter bestätigter Jagdaufseher darf uns, wenn wir zur Jagd ausgestattet abseits der Wege im Walde aufgetroffen werden, unsere Jagdausrüstung abnehmen. Sprich Waffen, Fallen, sonstiges Jagdzubehör. Und eine Schreckschusswaffe sieht erstmal aus wie eine Waffe. Insbesondere wenn der uns abseits der Wege antrifft und wir haben auch noch eine Pistole am Gürtel, könnte es durchaus sein, dass besagter bestätigter Jagdaufseher seinen Job ziemlich ernst nimmt und dann gerne mal sein Gewehrchen auf uns anlegt, um sich selber auch einfach davor zu schützen, dass wir ja potenziell auch bewaffnet sind. Kann man unterscheiden, ob das eine Schreckpistole, Schreckschusswaffe oder eine echte ist? Nee, kann man nicht. Erst wenn man sie wirklich aus nächster Nähe begutachten kann. Das kann man erst, wenn die Situation unter Kontrolle ist. Vorher kann man ja nicht hingehen, zeigen Sie mir mal da hier an Ihrem Gürtel, ist das eine echte Pistole? Halten Sie mir die mal vor die Nase. Kann man ja wohl schlecht machen, ne? Das heißt, man provoziert einfach Missverständnisse, wenn man mit so einem Ding durch die Gegend rennt. Das ist in der Stadt so, das ist im Wald eher noch schlimmer, weil man im Wald eine höhere Chance hat, mit echten Waffen bewaffnete Personen anzutreffen, die dazu noch, die je nach Bundesland Aufgabe haben, genau das zu tun, was sie auch tun werden, wenn wir da anfangen rumzuballern, nämlich auf Wilderer Acht zu geben und gegen Wilderer zum Teil sogar immer noch auch eben entsprechend gegen Wilderer vorzugehen. Es gibt zwar kein Gesetz und keine Vorschrift und nichts, was besagt, dass der Jäger verpflichtet ist, sich High-Noon-artige Schusswaffenduelle mit dem Wilderer zu liefern. Denn manch ein sehr engagierter Jäger wird, und das finde ich grundsätzlich eine gute Sache und muss sagen, großen Respekt habe ich vor jemandem, der so mutig ist, dass er wirklich der Meinung ist, seinen Wald, sein Jagdrevier vor dem Wilderer so verteidigen zu wollen, dass er da auch auf mögliche Weise potenziell sogar Gewalt zurückgreifen würde. Wilderei ist eine beschissene Sache, gehört nicht nur verboten, sondern ist es auch. Und ich habe da auch ein bisschen persönliche Abneigungen gegen Wilderer. Der eine Vorfahre in der Familie, ein Großonkel mütterlicherseits, glaube ich, ne Großgroßonkel, ist tatsächlich von einem Wilderer erschossen worden. Da hinten irgendwo steht ein Denkmal für ihn im Walde. Also da hinten, ziemlich weit da hinten, aber immer noch da hinten, weil da wissen wir nur, es gab einen High-Noon-artigen Schusswaffenduell mit dem Wilderer. Er selber hat auch gefeuert, es haben Patronen gefehlt in seinem Gewehr und der Wilderer lag nicht da, er aber leider schon. Und dementsprechend ist das alles nicht so erfreulich ausgegangen, sage ich jetzt mal vorsichtig. Und deswegen bin ich auch ein bisschen vorbelastet, was die Anwesenheit von Wilderern im Wald eben entsprechend angeht. Früher war es ja wirklich so, dass der Förster immer bewaffnet in den Wald ist, weil er Angst hatte, eben entsprechend Wilderer anzutreffen. Dann kam es halt auch schon mal wirklich zu Schießereien entsprechender Art. Da wurde mal der Wilderer getroffen, da wurde mal der Förster getroffen. In diesem Fall war es ja eben jetzt so, da mit der Verwandtschaft. Und das ist alles wirklich nicht so lustig. Und ich würde nicht wollen, da einfach irgendwas zu provozieren, wenn im Wald halt doch Leute mit Schusswaffen anwesend sind, die wirklich Projektile verschießen, mit einer verdammten Platzpatronenwaffe in der Gegend rumzuballern. Ob man das jetzt nun tut, weil man Angst vor dem Zombie-Reh hat oder ob man das tut, um den Waldvergewaltiger, der im Gebüsch nicht hockt, abzuschrecken, spielt erstmal keine Rolle. Es ist in jedem Fall wirklich eine Provokation. Davon mal abgesehen, auch aus Tierschutzgründen, wenn man wirklich so ein Ding abschießt, weil da hinten ein Wildschwein ist, das einen überhaupt nicht interessiert, das sich überhaupt nicht für einen interessiert. Aber man kriegt Panik, oh mein Gott, ein Wildschwein! Oh, ich muss meine Schreckschusspistole benutzen, um das Wildschwein zu vertreiben. Dann hat man sämtliche Tiere der Umgebung vertrieben, völlig umsonst. Das ist sogar strafbar. Das ist absichtliches Stören von Wild und das ist verboten. Da kann man schon ganz gut für verknackt werden. Natürlich erwischt einen da keiner, machen wir uns nichts vor. Aber dürfen tut man das trotzdem nicht. Und als Naturfreund will man es ja vielleicht auch nicht, sämtlichen Tieren der Umgebung einen riesen Schreck einjagen. So, und jetzt sehe ich schon, wie die Finger auf der Tastatur bewegt werden. Aber der Jäger schießt ja auch auf Wild und der will ich sogar töten. Ja, aber mit einem Zweck. Der will ein Nahrungsmittel produzieren. Wir sind einfach nur im Wald, weil wir da sind und nerven die Tiere einfach nur, weil wir zu blöd sind zu kapieren, dass es nicht notwendig wäre, die Tiere zu nerven. Also,
möchte da schon differenzieren zwischen einem Schuss, der eine Aufgabe erfüllt, und einem Schuss, der aus Panik und Unsinn abgegeben wurde. So, also, ich will jetzt aber auch wirklich niemandem ans Bein pinkeln, der sagt, ich möchte aber gerne eine Schreckschusswaffe mitnehmen. Ich habe eine Schreckschusswaffe, ich nehme die immer mit in den Wald, ich habe die im Rucksack oder ich trage die versteckelt unter der Kleidung, um niemanden zu erschrecken. Davon abgesehen, wenn dann mal das T-Shirt hochrutscht und jemand sieht das Holz, dann hat man erst recht jemanden erschreckt, davon mal abgesehen. Ich persönlich würde nicht davon ausgehen, dass es sich automatisch, ach, das wird nur eine Schreckschusspistole sein. Der hat da völlig legitim und völlig zu Recht im Wald grundsätzlich immer eine Schreckschusspistole dabei. Würde ich nicht davon ausgehen. Ich würde schon davon ausgehen, dass das eine echte ist und das weitersuchen und hätte erstmal einen ordentlichen Schreck gekriegt. Warum rennt da bitte schon jemand mit einer Pistole bewaffnet im Wald rum, der offensichtlich nicht der Jäger ist? Weil der Jäger, der rennt nicht nur mit der Pistole bewaffnet im Wald rum, sondern der hat immer auch ein Gewehr dabei. Ob er überhaupt eine Pistole braucht, ist sehr umstritten innerhalb der Jägerschaft. Das geht zwar, darf man machen, aber dann hat man auch ein Gewehr. Und wer ein Gewehr hat, das ist tatsächlich dann meistens der Jäger, insbesondere weil er dann im Regelfall auch von den Klamotten her als Jäger ganz gut zu erkennen ist. Aber gut, nichtsdestotrotz, ich möchte es immer noch nicht jemandem verbieten oder in irgendeiner Form den Eindruck erwecken, dass ich es furchtbar fände, wenn jemand mit einer Schreckschusspistole im Wald rumrennt, um sich sicherer zu fühlen. Schlimm fände ich es dann, wenn sie benutzt wird. Außerhalb einer echten Notsituation, in der man wirklich von Wildtieren so angegriffen wird, dass man sie vertreiben muss. So, also, bevor ich jetzt gelyncht werde oder mit Schreckschusswaffe erschossen, nochmal der Hinweis. Klar kann man sowas im Wald mitnehmen. Ja, das ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn das Ding zum Beispiel irgendwie im Rucksack liegt. Oder so in der Hosentasche versteckelt ist, dass es keiner sieht. Oder unter einer Jacke im Achselholster getragen wird. Oder sonst irgendwie so versteckelt, dass das nicht weiter auffällt, dass man so ein Ding dabei hat. Warum sollte man das versteckelt transportieren? Naja, einfach damit man keine große Katastrophe auslöst, wenn man damit entdeckt wird. Weil je nach Region, in der man unterwegs ist, könnte ich mir schon vorstellen, dass der ein oder andere traditionell angehauchte, vielleicht auch ein bisschen ältere Waldbesucher erstmal gleich die Polizei ruft, wenn der jemanden mit einer Pistole unter der Achsel durch den Wald springen sieht. Nach Möglichkeit auch noch in Flecktarnklamotten und mit einem riesigen Rucksack auf dem Rücken und weiß nicht, noch einem Speer in der Hand oder sonst was. Ne? Also den militanten Bushcrafter. Könnte ich mir wirklich vorstellen, dass das zu unangenehmen Situationen führen könnte. Das heißt, wenn man zum Beispiel in normalen Waldklamotten rumrennt oder ganz normalen Klamotten und hat das Ding halt nicht sichtbar dabei, dann kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das zu irgendwelchen negativen Konsequenzen kommen könnte, solange man es nicht benutzt. Und wenn man es nur dann benutzt, wenn es wirklich, wirklich notwendig ist, dann kann man es hinterher erstens ethisch-moralisch rechtfertigen, dass man es benutzt hat, und zweitens auch einem Jäger gegebenenfalls oder auch der Polizei oder sonst irgendwem, der da möglicherweise kommt und fragt, was los ist, kann man es dann, glaube ich, auch ganz gut erklären, wozu man es benutzt hat und warum man es benutzen musste, weil es halt wirklich Notwehr war, weil dann darf man es ja benutzen und dann ist auch alles in Ordnung. Aber ich halte es halt einfach nicht für notwendig, mit sowas im Wald rumzurennen. Überhaupt nicht. Ja, das ist, glaube ich, das Wesentliche gewesen, was ich mich dazu mal äußern wollte. Effizient, mit Sicherheit, notwendig, kann ich mir nicht vorstellen. So, mach jetzt gut.